Hallo Schineiden, ich habe heute einen Raubzug für euch und zwar war ich ja in Nürnberg unterwegs und ich war auch bei Mac und ich war bei Müller und ich habe ein paar Sachen gekauft, die ich euch einmal zeigen wollte. Und zwar habe ich euch ja schon erzählt, habe ich mir die Catrice Our Best Volume Ever gekauft und ich hatte extra schon eine genommen von hinten und ich habe die so halb aufgemacht und habe geguckt, ob da schon drumherum geschnoddert war. Ich hasse das, wenn Menschen in der Drogerie die Teile aufmachen und dann alles voll schnoddern und wieder zurückstellen und andere Leute dürfen das dann kaufen. Also macht das bitte, bitte nicht. Es gibt meistens so Mascara-Böschen, die vorne irgendwie angebracht sind, damit ihr euch das mal angucken könnt. Auf jeden Fall, die hier war nicht angeschnoddert, so sieht die Bürste aus, aber die war irgendwie schon total eingetrocknet. Also ich bezweifle, dass das die Konsistenz ist von dem Mascara, wie sie sein sollte. So wie sie ist, kann ich Kokoserfolg nicht ganz bestätigen, dass der Mascara so toll sei. Aber ich glaube, das liegt wirklich daran, dass der hier schon eingetrocknet war. Also ich weiß nicht, vielleicht besorge ich mir nochmal einen anderen oder so. Aber so hat der nicht getrennt, der hat verklumpt und ja, also das war eher ein kleiner Fail. Dann war ich bei MAC und ich habe zwei Lippenstifte gekauft und einen Pinsel. Und ich habe lange, lange darüber nachgedacht, ob ich diesen Pinsel kaufen soll. Und zwar hatte ich sehr lange den 109er von Sigma. Der heißt heute garantiert anders, weil die umbenannt haben. Das soll ja das Dupe sein zu dem MAC 109. Und meiner hat sehr, sehr viele Haare verloren. Er hat schwarze Farbe verloren. Wie eigentlich die meisten Sigma-Pinsel, die ich habe, die schwarz sind. Der wurde mir damals zum Testen zugeschickt. Ich mochte aber die Form sehr. Also ich verteile meine Foundation am liebsten so in kreisenden Bewegungen. Und das hat er eigentlich ziemlich gut gemacht, also da war ich recht zufrieden mit. Aber er hat halt, also ich benutze den Pinsel Phoenix und jedes Mal, als ich den gewaschen habe, waren da wieder total viele Haare drin und ich war halt sehr unzufrieden damit, weil ich meine, nach über einem Jahr, dass der immer noch so viele Haare verliert, das ist halt nicht gerade optimal. Auf jeden Fall, weil ich die Form so mochte, habe ich mir dann das Original angeguckt und die sind schon ziemlich verschieden. Ich weiß nicht, ob ihr das so ganz gut erkennen könnt. Der von MAC ist halt noch ein bisschen sanfter abgerundet an den Ecken. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden. Also ich trage mit dem auch gern Foundation auf. Auch Rouge finde ich sehr schön, weil man das auch das so in kreisenden Bewegungen auftragen kann, weil der halt vorne so flach ist. Und ich bereue das überhaupt nicht, den gekauft zu haben. Und der hat auch ein paar Haare verloren, aber noch lange nicht so viele wie der hier. Und er verhält sich mit jedem Waschen wieder besser und schön weich. Also er ist halt, ich finde die anderen MAC-Pinsel, die sind so ein bisschen kratzig, so die Gesichtspinsel, aber das ist der hier nicht. Und dann habe ich mir angeguckt den Patisserie und ich habe ihn auch mitgenommen, wie ihr sehen könnt, das ist ein Raubzug. Ich war auf der Suche nach einem schönen Alltagslippenstift, der nicht so Crème de Nuit Totenartig ist. Und meiner sieht so ein bisschen angepatscht aus, weil er nämlich unten an der Spitze abgebrochen ist. Weiß nicht, ihm ist wahrscheinlich so ein bisschen zu warm geworden. Auf jeden Fall konnte ich ihn komplett runterziehen und da war der noch gar nicht so alt. Ich habe ihn dann nach dieser Michelle Phan Methode, ich kann euch das Video mal unten verlinken, die hat so ein Tutorial gemacht, was man mit dem Lippenstift anstellt, wenn er jetzt kaputt geht, auf diese Art und Weise. Und ich habe das gemacht und der ist immer noch ein bisschen wackelig, also ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen soll. Und so traurig, dass der so angedatscht war. Also der ist halt echt schön. Der ist nicht zu warm und nicht zu kalt und er ist halt ein Luster-Finish. Jedes Mal wieder Leute, dass ich es falsch ausspreche. Es soll wohl Luster heißen, aber ich sag's immer falsch. Ich glaube, dass die Marotte, die geht doch nicht wieder weg. Wenn man vor allen Dingen auch nur so ein bisschen Kajal trägt oder so. Also manchmal finde ich das total toll, Crème de Nuit zu tragen, aber ich weiß nicht, also ich hatte noch nie so ein Ding für Lippenstifte, die My Lips But Better sind, aber dann habe ich den hier halt ausprobiert und mir gefällt der Look eigentlich ganz gut. Ein ähnlicher Lippenstift, der auch in die Kategorie fällt, ist der Bare Again. Der hat mich nämlich total umgehauen von der Farbe her. Das sind diese neuen Sheen Supreme Lippenstifte und davon hatte ich ja schon mal einen. Den Gotta Dash, als der rausgekommen war, hatte ich den mir gekauft. Der ist so ein bisschen argrutschig. Also die Farbabgabe ist nicht überall gleichmäßig und ich dachte, das wäre bei allen so. Ich hatte auch den Supremely Confident. Heißt der so? Auf jeden Fall hatte ich den auch drauf. Ich habe ihn mir auftragen lassen im Laden und der war auch für einen Nude-Lippenstift war der auch zu rutschig und deshalb hatte ich die total ad acta gelegt, diese Lippenstiftreihe. Aber dann habe ich danach noch ein paar sehr, sehr gute Reviews gesehen und gehört und habe mir dann die Farben nochmal angeguckt
Und das hier ist Bear Again. Ich bin ja sehr, sehr traurig, dass diese Slim Shines dafür aus dem Sortiment, oder was heißt dafür, dass die aus dem Sortiment gegangen sind, weil die Farbe von denen Bär, die war wundervoll. Die war wirklich wundervoll. Und ich hatte ja gehofft, dass ich ein Dupe dazu finde. Und sie sehen einander ziemlich, ziemlich ähnlich. Ich swatche euch die mal nebeneinander. Er heißt ja auch Bear Again. Das Ding ist halt, dass der Bär, der ist noch so einen ganz kleinen Tick rosa stichiger. Und die Konsistenz ist auch ein bisschen anders. Aber sie sehen einander ziemlich ähnlich. Und das ist halt so ein ähnliches Grundprinzip. Das ist so ein bisschen so ein bräunlicher Ton. Aber der ist halt nicht so, nicht unschön braun, sondern recht natürlich. Und ich mag ihn sehr gern. Ich habe ihn auch oft getragen seitdem. Und der passt halt auch zu allem. Und was ich auch so schön finde an dem ist, der betont die Lippenfalten nicht so. Also ich habe das Gefühl, dass die Lippenfalten so in den Hintergrund treten. Auch das ist halt ein Lippenstift, den ich so sonst eigentlich eher nicht gekauft hätte. Ich kaufe meistens entweder so richtige Knallfarben oder halt toten Nude-Lippenstifte oder Lippenstifte, die halt, also die Lippen eher so zurücknehmen und so Pfirsichfarben und Koralle und so. Und das sind halt jetzt zwei, die also für meine Verhältnisse total aus der Reihe tanzen, aber ich mag sie sehr, sehr gern. Und ich habe sie auch richtig oft getragen, seitdem ich sie gekauft habe. Also falls ihr traurig seid, dass Bär aus dem Sortiment gegangen ist, weil ich habe so bei Twitter so einen Aufschrei damals mitbekommen, als es so offiziell wurde, dass die Slim Shines rausgenommen werden. Der ist rosastichiger, aber die sehen einander schon so halbwegs ähnlich. Und, da fällt mir ein, deshalb steht dieser Lippenstift daneben. Ich wollte euch den mal kurz zeigen im Vergleich zu dem Dior Kiss, was so die Konsistenz angeht, beziehungsweise die Glossigkeit. Kann man das halbwegs erkennen? Also, noch glossiger ist der Bär. Ich finde aber, dass sie auf den Lippen total anders wirken. Also wenn man die aufmalt, dann ist es das eine, aber wenn man sie trägt, dann ist es wirklich was anderes. Weil der Bär, finde ich, ist deckender und der sitzt auch so ein bisschen cremiger, während der hier glossiger ist und die Farbe strahlt so ein bisschen mehr. Und ich finde, das sind zwei komplett verschiedene Konsistenzen, obwohl sie ungefähr so dasselbe sagen oder auf demselben basieren oder halt ähnlich wirken auf den ersten Blick. Deswegen, also ich finde die anders und ich freue mich total. Ich finde es toll, dass ich jetzt Patisserie habe und der Name ist auch total schön. Und ich hatte richtig, also ich hatte wirklich, wirklich viel Freude an diesen beiden Lippenstiften. Mehr als an Peach Stock zum Beispiel, den ich mir damals gekauft hatte in der LE. Ich habe schon seit einer Weile keine MAC-Lippenstifte mehr gekauft und ich war manchmal so ein bisschen ambivalent, was so meine Liebe zu denen angeht, weil es halt echt auf die Farbe ankommt und die Konsistenz ist manchmal ein bisschen seltsam. Aber die gefallen mir und ich glaube, im Herbst werden sie wirklich gut sein. Und ja, das war's eigentlich. Mehr habe ich euch gar nicht zu dem Raubzug zu erzählen. Falls ihr auch Raubzüge habt, dann postet sie als Videoantwort. Und falls ihr die beiden auch habt, dann erzählt mal, mit was ihr sie tragt und so. Ich habe schon bei Twitter gefragt und ich habe auch in meinem Tumblr habe ich auch ein Bild gepostet, nachdem ich den hier gekauft hatte. Und falls ihr dasselbe Problem hattet vielleicht damit, dass der irgendwie rausfällt oder so, dann sagt mal Bescheid, wie ihr das gelöst habt, weil alles, was mir dazu einfällt, ist, ihn nochmal ins Gefrierfach-Ding zu tun. Ich weiß nicht, ob der das so toll findet und vor allen Dingen, es hat beim ersten Mal schon nicht so super funktioniert. Also es war ihm dann scheinbar irgendwie doch ein bisschen zu warm geworden. Na gut, tschüss.